Nach 15 Minuten und 40 Sekunden hatte sich Edge gegen Tyler Black durchgesetzt. In einem sehr guten Match. Wir kommen nun zu Erstrundenmatch Nummer 6. Und ich habe vergessen zu erwähnen, Edge war im Übrigen euer Community Vote. Also Bryan Danielson, der Community Vote ist weiter. Edge, der Community Vote ist weiter. Bisher habt ihr gute Leute ins Karat quasi gewählt. Jetzt kommt Community Vote Nummer 3. Ladies and Gentlemen. Okay, und das klang gerade so ein bisschen nach Weihnachten. Das ist mir ein bisschen zu blöd. Karat-Match Nummer 6 ist, schaut schön darüber auf die rechte Seite. Oh ne, ich habe noch nicht abgespeichert. Mein Fehler. Wie gesagt, ohne Regie ist das gar nicht so einfach hier. So, und zwar, Ladies and Gentlemen, jetzt könnt ihr hingucken. Karat-Match Nummer 6 ist auch ein Schmankerl. Kenta gegen Rey Mysterio. Rey Mysterio, euer Community Vote, jetzt hier im 6. Achtelfinal-Match. Und er hat es zu tun mit Kenta. Und das könnte, zumindest wenn man an einen Rey Mysterio aus den 2000ern denkt, ein absolutes Dream-Match werden. Vote 1 für Kenta, Vote 2 für Rey Mysterio selbstverständlich. Und das ist auch sau schwer zu tippen. Warum gehen meine Stifte eigentlich immer während dieser blöden WWE-Streams leer? Puh. Gut, ich habe gesetzt. Ladies and Gentlemen, wir gucken mal. Chris und Freddy haben getippt. Beide Kenta. Ja, der Wolf mit seinem fast leeren Stift hat ebenfalls auf Kenta getippt. Ich meine, mir ist da eh alles egal. Ich habe gefühlt eh nichts richtig im Karat. Also geht quasi so nichts in der Erfüllung, wie ich das denke. Also auch wurscht. Aber ich glaube, dass Kenta Rey Mysterio wegtreten wird. Und was tippt die Community? Oh, es ist knapp. Oh, es ist knapp. Und das wundert mich jetzt ehrlich gesagt. Rey Mysterio war euer Community Vote, aber ihr tippt gegen ihn. Shit. Ihr tippt gegen euren Vote. Nun, das ist interessant. Rey Mysterio gegen Kenta und alle, komplette Community, alle, wir alle sind uns einig, dass Kenta dieses Match gewinnen wird. Ja gut, wenn das so ist, lassen wir uns überraschen. Ich sage viel Spaß mit Achtelfinalmatch Nummer 6. Kenta gegen Rey Mysterio. So, und das wird ein Leckerbissen. Glaube ich, da bin ich mir ziemlich sicher. Und es geht los. So, Kenta gegen Rey Mysterio. Für mich auf dem Papier, zumindest wie gesagt in den 2000ern, ein echt geiles Teil. Ein echt geiles Teil, aber ich glaube, er wird Rey Mysterio quasi jetzt auch hier in unserem Universe in, ja, wie soll ich sagen, in Rente schicken.
Oh, was ein Slap, ey. Leck oh mir. Ja, der Letzte, der hier so einen Slap verteilt hat, der ist rausgeflogen. Frag mal Tyler Black. Ich glaube, er wird mit dem Go-to-Sleep, wird er Rey Mysterio heute nach Hause schicken. Die Beule von Rey Mysterio, wie ihr seht, ich hab mir gekümmert. Ne? Und der gute, die Clothesline ging vielleicht nicht ganz so durch. Aber ging trotzdem Rey zu Boden. Ich glaube, das ist alles, was zählt. Und Rey Mysterio kommt ja so gar nicht ins Match. Okay. Rey Mysterio, wir haben halt hier zwei Leute, die Schnelligkeit haben, die Technik haben. Also theoretisch muss das hier ein... Genau das meine ich. Das war doch jetzt geil. Kenta setzt zum German Suplex an und Rey Mysterio denkt sich ja nur so, nope, der springt einfach mit einem Salto drüber, landet dann vor Kenta, zeigt dann eine Kopfschere. Rey will weiterarbeiten, kassiert aber den Kick von Kenta. Das war eine geile Kombo, oder? That was rough. Ja, Chicken Wings Suplex jetzt hier von Kenta. Wir haben den 619 gegen den Go to Sleep. Puh, harter Tobak. Hier kann definitiv jeder weiterkommen. Und ich glaube, es sollte wieder die Kopfschere werden. Diesmal hat sich aber Kenta darauf eingestellt und hat Rey alley-oop technisch auf die Matte geschickt. Was heißt denn hier over and over? Oh, Rey Mysterio wird doch nicht etwa eine Powerbomb. Ja, doch. Running Sit-Out Powerbomb quasi gegen Kenta. Ja, sowas sehen wir von Rey Mysterio nicht alle Tage. Macht aber Sinn gegen ein Kaliber wie eines Kentas. Da kann man sowas nämlich auch zeigen. Ganz einfach. Oh, da kommt der Kick in die Kehle und dann, oh, was ein Running Kick direkt gegen die Brust. Und Rey Mysterio schon wieder mit der Sit-Out Powerbomb. Was ist denn hier los? Coverversuch von Rey, ich glaube, das wird natürlich nix. Boah, wieder. Nee, schon, es war wieder ein Slap von Kenta, sollte folgen. Aber geil gekontert und dann die Hurricanrana von Rey. Okay, Rey Mysterio rollt Kenta, ja. Wir kennen das ja wieder. Das Schnitzeln muss auch mal gewendet werden. Aber Rey hat hier irgendwie Interesse und macht hier einen auf Powerhouse. Okay, und das geht auch noch fast bis drei. Das macht mich ein bisschen, das verwundert mich ein bisschen. Aber Rey Mysterio hat ein gutes Tempo. Und wir haben Rey Mysterio schon in unserem Universe-Modus gesehen. Und ihr dürft dann nicht vergessen, Rey Mysterio hat einen geilen Job gezeigt bisher. Der war absolut nie schlecht unterwegs. Also, kann man schon mal machen. Okay, der Elbow geht volle Kanne aber ins Gesicht, fast zwischen die Augen. Das ist Kentas große Chance. Snap mehr, aber Rey ist auch sofort wieder am Start. So, der Crucifix, der wird auch keinen 3-Count bringen. Aber er probiert es trotzdem. So, hält ihn jetzt hier in den Headsisters. Rey hat auf jeden Fall Bock. Also, na gut, aber Kenta, der weiß natürlich, was er gegen solche Moves zeigen muss. Also, ich glaube, so wird Rey keine große Chance. Kommt jetzt wieder die Powerbomb von Kenta? Ja, haben die ein identisches Moveset oder was ist hier eigentlich los, ey? So, Rey, ja, wird das hier wieder... Oh, das war ein schöner DDT, ein schöner Reverse-DDT. So, was zeigt Rey? Okay, er probiert es mit dem Cover nochmal. Man weiß ja nie, wann die mal liegen bleiben, ne? Oh, schöner Dropkick. Okay, aufs zweite Seil. Probiert's mit einer Sentry vom zweiten Seil. Aber auch damit hat Kenta irgendwie gerechnet.
Und jetzt hängt der gute Ray da in der Ecke. Oh, schöner Running Dropkick, während er da in der Ringecke hing. Das ist ehrlich gesagt nicht so geil. So, Cover-Versuch jetzt. Gut, das könnte ihn natürlich ausgenockt haben, wer weiß. Aber Cover geht nur bis 2. So, Jawbreaker jetzt von Ray. Wer kann hier die Oberhand gewinnen? Wow, Kopfstere und Kenta hängt im Seil. 619! Ich fass es nicht. Und noch der Splash hinterher. Ist das der Sieg? Der Karateinzug. 1, 2. Wow, fast. Und Kenta, glaube ich, möchte jetzt Schluss machen. Dieser 619 hat ihn ein bisschen verwirrt, glaube ich. Okay, so, Clothesline. Nochmal eine Clothesline hinterher. Ray versucht es hier mit einem Kick. Nein, wunderbar. Einfach Weltklasse. Und Kenta ist on fire. Oh, schau dir die Serie. Oh mein Gott. Yo! Oh, Spinning Backslap. Oh, noch ein Kick. Oh, noch ein Kick. Oh, was für eine Strike-Combination von Kenta. Ich glaube, Ray kickt aus. Ja, tut er. Und jetzt kommt er, ich habe es doch gesagt, der wird Ray mit dem Gotteslip, ey. Oh mein Gott, schau dir. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Go to sleep und dann kickt er immer noch den Kopf vom Hals. Oh mein Gott. Und warum zum Fick macht er nicht Schluss, da will er noch den Knee Strike zeigen. Was? Was ist denn mit Ray los? Ab in die WTF. Was zum Fick ging hier eigentlich gerade ab? Okay, Rey Mysterio. Was hat er vor? Oh, West Coast Pop? Was ist das denn für eine kranke Kombo? Und der Rey Bulldog? Da kommt noch der Crossbody und dann der Rey Bulldog hinterher? Oh, aber die Kopfschere konnte er mit einer Powerbomb. Hat die Rey jetzt ausgenockt? Nein! Nachdem er quasi gerade den Go-To-Sleep genosellt hat, frage ich mich, was ist hier eigentlich los? Und ich hab's euch doch gesagt, hier erwartet uns ein technischer und Schnelligkeitsleckerbissen. Ray hängt jetzt in der Ringecke. Die sind natürlich beide schon ziemlich fertig. Das Match geht auch schon ziemlich lange. 10 Minuten sind wir schon in the making. Jetzt auf dem Top-Turnbuckle. Wird das der Superplex? Fucking Arrow! Oh mein Gott, hat das Ray jetzt... Was hat Kenta vor? Moment. Double Foot Stomp. No way. Double Foot Stomp! Und ich glaube, das war's. Jetzt cover ihn doch! Nach dem Go-To-Sleep covert er ihn nicht. Nach dem Diving Foot Stomp covert er ihn nicht. Hat Kenta überhaupt Lust am Viertelfinale des 16 Karat Golds oder was? Oh mein Gott, Genickbruch, Kenta. Genickbruch, Kenta. Das war's. 1, 2. Nein. 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 Stopp. Oh, ich wollte sagen, Kenta ist noch nicht down, aber wieder in die Regenseile. Und 619 Nummer 2. Und das wird der Viertelfinaleinzug für Rey Mysterio sein. 1, 2, 3. Unbelievable. Ich fasse es nicht. Ich sag doch, jeder verhurte Tipp von mir ist im 60 Carat falsch. 619 Nummer 2 und Rey Mysterio zieht ins Viertelfinale des 16 Karat Golds ein. Let's see what happened during that incredible matchup.
Tja, hättet ihr mal auf euren Vote vertraut, dann hättet ihr weiterhin Punkte kassiert. 9 Minuten 52 ging das Match und Rey Mysterio holt in einem kurzen, aber sehr guten Match den Sieg gegen Kenta. Und damit haben wir im Viertelfinale Edge gegen Rey Mysterio. Wer hätte damit gerechnet, dass wir im 16 Karat Gold ein Viertelfinale namens Edge gegen Rey Mysterio sehen? Was jetzt natürlich sehr lustig ist, jetzt haben wir wieder zwei WWE-Stars weiter. 4-mal hat WWE jetzt in Folge gewonnen. Wenn jetzt wieder 2-mal ROH gewinnt, würde das bedeuten, wir haben wieder ein Halbfinale WWE gegen ROH. Viel zu viele kranke Theorien, Leute. Viel zu viele kranke Theorien. Alles ist möglich und ihr seid wie immer dabei!